Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wenn du ein Waldschulkind hast, dann bist du hier genau richtig. Heute dreht sich nämlich alles um das Thema Vorbereitung auf die Schule und der große Einschulungstag. Ich habe nämlich ein paar Ideen und Ratschläge mitgebracht, wie wir das so vorhaben. Also bleibt sehr gerne dran. Die Einschulung bringt auch viele Emotionen mit sich. Nicht nur beim Kind, auch bei mir als Mutter oder als Vater. Deswegen habe ich zum Beispiel den Fokus drauf gelegt, dass wir eine Schreibtischecke haben, die ein wenig Ruhe vermittelt. Viele haben mir schon geschrieben, dass die Kinder in der ersten Klasse noch gar nicht auf einem eigenen Schreibtisch arbeiten und Hausaufgaben machen. Das muss ja auch nicht sein, aber ich dachte mir, dieser Schreibtisch kann dazu dienen, dass das Kind einfach ein Ort hat, wo er theoretisch seine Schulsachen erledigen könnte, aber auch ein positiver Ort, den er mit positiven Gefühlen in Verbindung bringt. Ich möchte gerne meinem Kind beibringen, dass Schule auch Spaß machen kann und dass er nicht so viel Angst haben braucht, sondern auch mit Zuversicht und Mut dahingehend blicken kann oder darf. Also mit der Affirmationskarte sind wir schon mal gut aufgehoben, so wie auch unsere super schönen Edelsteine von Familie Glücklichstein. Da haben wir ja die extra Schulbox bekommen für die Einschulung oder für die aufregende Schulzeit, denn jeder Edelstein hat eine gewisse Bedeutung und diese Bedeutung steht auch immer hinten auf der Rückseite erklärt und auch kindgerecht erklärt. Das ist ja das Schöne an diesen Edelsteinen. Vielleicht bastelt ihr ja auch mit euren Kindern einen eigenen Glücksbringer oder ihr kauft einen Glücksbringer. Wir wollen jetzt demnächst einen Duftstein selber gießen. Das heißt, wir haben ja schon diese Lego-Silikonförmchen und werden dann auch demnächst mit Gips einen Stein gießen und den dann mit schönen ätherischen Ölen, die sich mein Kind dann ausgesucht hat, beträufeln. Und ich denke mal, das wird auch ein schönes Mitbringsel sein, was er auch jeden Tag in seinem Mäppchen drin haben kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit meiner Unterstützung diese Gefühle in die richtige Richtung bringen kann. Und zudem habe ich auch noch ein paar Bücher dazu geholt. Für mich persönlich ist es zum Beispiel am wichtigsten, dass das Kind weiß, worauf es sich freuen kann, worauf es hinfiebert, weil Schule ist ja doch ein großes Thema, aber man weiß nicht wirklich, was passiert da eigentlich? Das ist einer meiner Top-Lieblingsbücher. Habe ich auch von einer anderen Mama als Empfehlung bekommen aus einem Spielzeugladen und ich bin wirklich begeistert von diesem Buch. Also wie kann eine Schule aussehen? Groß, klein, rund, eckig, bunt. Was erwartet einen in der Schule? So könnte die Schule von drinnen aussehen. Ich gehe das mal mit euch ganz schnell durch. Die Sitzordnung kann so aussehen oder wie ein U-Form. Das ist auch so eine Art Quiz. Ich übe das Stillsitzen. Aber auch Ängste werden hier nochmal besprochen. Hier gibt es einen Jungen, der weint zum Beispiel. Und da kam die Frage, Mama, warum weint denn der Junge? Ja, der weint wahrscheinlich, weil er gerade niemanden zum Spielen hat. Und dann steht hier der Erzieher und er sagt, komm, wir gehen zu den anderen und spielen mit ihnen. Also auch das ist ein Thema, was die Kinder sicherlich beschäftigt. Der große Schulhof wird ein Thema für sich werden. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen kann man die Kinder eigentlich ganz gut schon ein bisschen seelisch darauf vorbereiten, was das alles bedeutet und was auf einen zukommt. Und auch das Thema Trennen ist was, was uns beschäftigt. Vielleicht euch auch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es euch ähnlich ergeht. Von einer Erzieherin empfohlen bekommen, da geht es darum, wie die Mama sich vom Kind trennt. In dem Beispiel in der Schule. Und wie sich das fürs Kind anfühlt. Dass das Kind aber ganz viel Liebe in sich trägt und das in Form von Schnüren mit der anderen Person verbindet. Und auch die Liebe teilt das Kind auch mit anderen Mitmenschen um sich herum in der Schule. Zum Beispiel beim Sitznachbarn. Und am Ende wird immer alles gut. Denn die Mama oder der Papa, die kommen immer wieder zurück und sind für das Kind da. Ich habe auch noch ein extra Buch zum Thema Einschulung. Das ist jetzt ganz neu. Wir tasten uns so ganz langsam daran heran. Ja, da geht es auch um die Gefühle eines Waldschulkindes, das schon alles da hat und bald kommt die große Einschulungsfeier.
und das Kind weiß gar nicht so genau, was auf einen zukommt. Was bedeutet das? Was muss ich machen? So viele neue Gesichter, das Kind kann nicht einschlafen, es grübelt so viel über den großen Tag. Ja, und dann kommt der große Tag, dass die Kinder nach vorne kommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, müssen die Kinder nach vorne? Ja, genau, aber es wird hier ganz, ganz schön erklärt, wie das Kind sich fühlt, weil das ist auch ein Thema bei uns. Ein etwas anderes Buch, aber ich finde dieses Buch wirklich toll. Selten so ein richtig tolles Buch gehabt. Beinhaltet das jetzt nicht das Schulthema an sich, sondern das ist ein Zahlenwimmelbuch. Willkommen auf der Schatzinsel. Suche alle diese Dinge auf der Insel. Vielleicht kannst du schon bis 50 zählen. Es ist spielerisch, hat was mit Denken zu tun. Die Kinder grübeln wirklich sehr lange und die haben auch wirklich ultra viel Spaß dabei. Es geht sogar weiter bis 100. Also wenn ihr keine Lust mehr habt, vorzulesen, schlagt doch diese Seite auf. Bist du bereit zum großen Zahlenmarathon? Zähle die 100 gelben Schutzhelme. Ja, und dann kann das Kind erstmal zählen. Und ihr habt erstmal Zeit zum Durchatmen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abonnement. Es gibt auch Bücher, wo wir uns als Eltern schlau machen können, wo wir uns Eltern schon mal ein bisschen darauf vorbereiten können, unsere Gemütslage positiv zu stimmen. Und da habe ich zwei Bücher. Also zum einen erstmal das, so feinfühlig und so stark, wie wir Eltern sensible und hochsensible Kinder in der Schule oder Kindergarten unterstützen können. Sehr gutes Buch. Ein absolutes Buch, was ich wirklich gerade fast zu Ende gelesen habe und es aber jetzt gerade nicht mehr finde, weil irgendein Kind von mir damit gespielt hat und es jetzt verlegt hat. Ich blende es euch hier ein. Es geht darum, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euch als Eltern, falls ihr zu der ängstlichen Sorte gehört oder zu der übervorsichtigen Sorte, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Das hilft einem schon sehr, mal in sich zu gehen und zu gucken, woran kann ich arbeiten, dass ich dieses Gefühl nicht übertrage. Und ja, tolle Tipps und Tricks. Schaut es euch an. Ja, ich habe auch noch Karten für euch. Die wollte ich euch unbedingt zeigen, weil ich finde, die gehören auf alle Fälle zur Vorbereitung auf die Einschulung. Das sind nämlich die 50 coolen Tipps für Schulanfänger und alle, die es werden. Übrigens richtig cool, der Deckel ist hier mit dran, das heißt, der kann nicht verloren gehen. Also das sind Karten, passt auf, 50 einzelne Karten. Man kann das sozusagen auch als Countdown benutzen, 50 Tage vor Einschulung verwenden. Und jeden Tag zieht ihr dann eine Karte und bereitet euch auf die Schule vor. Zum Beispiel, es gibt so Bastelideen, Lernuhr aus Papier. Und dann steht hier nochmal eine Karte morgens vor der Schule. Das solltest du einplanen, 15 Minuten fürs Aufstehen, 10 Minuten im Bad, 15 Minuten fürs Frühstück, 5 Minuten fürs Anziehen, Zeit für den Schulweg, 10 Minuten für Unvorhergesehenes einplanen. Das wird was, Leute. Sicherer Schulweg. Schon vor dem ersten Schultag kannst du dann mit deinen Eltern den Weg zur Schule üben. Das werden wir auch tatsächlich machen, ne? Ein kunterbunte Erinnerungsbox, auch lustig. Das ist eine Box, die man basteln kann oder ihr sucht euch einen Schuhkarton und packt alle Sachen rein, die ihr noch aus der Kita-Zeit habt, aufbewahren wollt und somit einfach abschließt, dass das Kita-Jahr vorbei ist. Und dass jetzt etwas Neues auf das Kind zukommt. Apropos, bis zum 22.06. kriege ich hier bei dieser Marke einen 15-Euro-Code. Den findet ihr unten in der Infobox. Ja, dann wollte ich noch mit euch ein paar andere Tipps teilen. Denn mein Kind konnte sich seine eigene Schultüte selber zurecht zusammenlegen, damit er die Kontrolle über seine Schultüte hat. Denn er wird sie ja auch tragen, nicht ich. Und mit Überraschung geht das ja bei uns gar nicht. Es ist auch wichtig, dass man über die Gefühle des Kindes spricht. Was macht ihm Sorge oder worüber denkt dein Kind gerade sehr viel nach? Was uns auch gut hilft, ist über die eigenen Erfahrungen als Eltern sprechen. Also was für ein Gefühl hatte ich zum Beispiel bei meiner Einschulung? Ich war auch immer die Kleinste, habe mich natürlich auch immer klein gefühlt, rein körperlich gesehen einfach. Und dass man das Kind dann abholt und
einfach erklärt und erzählt, wie einem selber ergangen ist. Ne? Dann habe ich noch einen Tipp von einer Freundin bekommen, die war Lehrerin und sie meinte, man soll auf die Beziehung zu der Lehrerin achten, dass man da eine gute Connection pflegt und auch einen guten Start mit ihr hat. Zu guter Letzt wollte ich gerne noch mit euch eine Art Kuchen für die Einschulung teilen. Ich habe jetzt ein bisschen Generalprobe gespielt und das vor ein paar Tagen mit den Kindern gebacken. Glasurbuchstaben gemacht und zwar haben wir hierfür einfach Super Drip von Superstreusel genommen und die dekoriert. Dann habe ich ganz einfach Tiefkühl-Berliner gekauft und aufgeschnitten. Den Marmorkuchen habe ich Eiswaffeln mit Streuseln verziert. Den Kuchen habe ich auch mit der Glasur überzogen und mit süßen Einschulungsmotiven dekoriert. Das kann sich sehen lassen, oder? Ich wünsche euch was und vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.